Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen mit der Demo von Zusi 3. Und zwar gab es jemanden, der sich gewünscht hat, dass ich mal Zusi spiele. Ich wollte aber, bevor ich jetzt die Vollversion des Spiels spiele, wollte ich fragen, wie ihr das Spiel findet und ob es für euch aus Wert ist, damit dass ich das mal mache. Und zwar Zusi 3 ist eine Demo, die kann auch jeder von euch sich runterladen. Das ist nur der kurze Abschnitt Altenbeken-Bad Triburg bzw. Himmlinghausen-Altenbeken. So, warte mal, wie war das denn nochmal? Irgendwie war das denn irgendwo. Ah, da, Schwierigkeit anpassen. Und zwar machen wir hier mal alles, damit wir hier auch mal seht, was hier los ist. 80, ja, machen wir 70% Chaos und Abweichungen. Spielt übrigens in den Jahren 1970 ungefähr, keine Ahnung. Also ist alles Dieseltraktion. Die 216er und die 120er hatten einen Führerstand. Die anderen haben keinen 3D-Führerstand. Deswegen, wir fahren erstmal den N5921 von Altenbeken nach Kreiensen und fahren dann noch mit der 120er. Ich würde sagen, wir starten mal. So, wir sehen schon einen kleinen Unterschied zu Trains in World bzw. Train Simulator, das heißt 21, ich habe da unten einen Fahrplan. Schaut's da unten, Buchfahrplan und Daten. N 59, 21, 94 Meter, 101 Bremsprozente. Ich weiß nicht, ob F3. 4 war Zeitsprung. Ja, F4 war Zeitsprung. Zug wird aufgeklärt. Genau. Willkommen in der 216. Und ihr seht, ein sehr guter Führerstand. Und ihr seht, hier vorne blinkt es schon. Das ist ein Ersatzsignal ZS8. Ich weiß gar nicht, wie es nochmal ging. Ich darf mal abfahren. Müssen wir natürlich gedrückt halten. Was für ein Sound, oder? Find's geil. Wo Befehl müssen wir drücken? Und natürlich noch die alte 60, glaube ich, ist das drauf. Und ihr seht, ich habe ja auch keine Fahrplandaten. Also Fahrplan habe ich schon. Ich habe aber keine Schummelsachen offen. Also ich fahre rein bei der streckenbezogenen Praxis. Mit alten Wegen bin ich auch schon selber gefahren. So, Navigation. So sieht es aus. Nur so ein bisschen komisch zu handhaben hier. So, das sieht grüner Endwagen. Ich würde aber sagen, wir gehen wieder Standortführerstand. So, Ende anschließender Weichenbereich, Bahnhof Altenbeken, ist diese Weiche hier. Hier kommen wir übrigens gleich 200 aus Richtung Kassel.
jetzt immer im Rehwerk-Tunnel. Jetzt können wir mal hier Gas geben. So, jetzt mache ich mal gleich raus. Obwohl wir gar nicht so Gas geben müssen, da vorne ist nämlich schon alt. Langeland ist witzigerweise, gibt es auch nicht mehr so früher, aber Langeland ein Zwitter. So auf der einen Seite Sprunglandstellwerk, auf der anderen Seite aber ein Schadstellwerk. So, Isig Langeland. Sieht ihm jetzt so eng aus, ist gar nicht so eng. Jetzt nehme ich sehen wir, dass es Kopsala Navigation ist ein bisschen schwierig. Dass wir direkt doch vor dem oder die Schwersignal stehen. Wenn ich zweimal nach vorne mache, auch noch, geht das auch noch. Jetzt muss man natürlich warten, was passiert. Das Schöne ist, ich kann auch mal, wenn ich so lange warte, ich kann auch Zeitraffer machen. Jetzt ist Zeitraffer. Wie ihr seht, passiert nicht viel. Ah, doch. Kommt die Übergabe wieder auf 60. Spur zwischen den Zugfahrten immer so ein bisschen vor. Bisschen Chaos und normalerweise würde wahrscheinlich die Übergabe nie vor der ELAG fahren. Jetzt spur ich wieder ein bisschen vor. Ist auch Gegengleis rüber gefahren. So, jetzt habe ich kurz ausgewartet. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier ZS1 Ersatzsignal. Jetzt dürfen wir einfahren. Drücken nicht vergessen. Dann stehen wir gleich.
und dann sind wir in Langeland. Da war ein Vorsignal noch mit dabei. Das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich die Ausfahrt halt ist. Aber wir wissen es nicht. Oder kommt die nächste Zähler? In Langeland teilt sich's auf. Einmal Richtung Bad Triburg. Einmal Richtung Himmlinghausen. In Himmlinghausen teilt sich's nochmal aus. Einmal Richtung Hannover. Und einmal Richtung Bielefeld. Oh, wir haben auch ZS1 am Hauptsignal, seht ihr das? Und an der Fahrt mit besonderen Auftrag nennt sich das. Jetzt dürfen wir 40 fahren bis zum Ende des anschließenden Weichenbereiches. Übrigens aus, wenn wir auf die Fenster schauen. So. Jetzt können wir ein bisschen Stoff geben. Nächster Halt ist dann Resenhaltepunkt. Und hier. 100 von Kilometer 3,6 fahren. Wir können schon abschalten. Der Haltepunkt Resen hier, den gibt es heutzutage nicht mehr. Der ist schon längst abgebaut. Passt wunderbar. Wollen wir die Zustimmung zur Abfahrt? Durch die grüne Scheibe. Dann geht's weiter nach Bad Riburg. So, grüne Scheibe, abfahren. Wagen ist nicht schwer, du hast zum Teil auch mit der 216er hier hoch zu Eilzüge bis zu 6 Wagen. Ja, da muss ich schon ein bisschen schuften. Witzig ist hier ja auch die Änderungen. Du hast da einen originalgetreuen Führerstand. Du musst die SIFA mal halten. Schau, ich muss immer meine Hand auf der Leertaste behalten. Schon sehr realistisch. Und die Strecken. Ich bin damals auch diese Strecke mal mit der Nordwestbahn nach Brakel gefahren. Bis Ottbergen, glaube ich.
Original. Leider geht, wie gesagt, die Strecke nur bis Madrid. Das ist, wie gesagt, auch eine Demo. Ich weiß nicht, ob das Original zu Spiel sogar noch schärfer ist. Von den Texturen her. So, Einfahrt Bad Rieburg ist alt. So, das Hauptsignal liegt direkt hier an der Kurve. Einfahrt halt. Oh! Befehl A, Zug 5921. Befehl B, Zusehenweise. Klar, die keine Ausfahrtssignale sind. Während der Fälscher als Ausfahrtssignal bezeichnet, der Fehler ist bekannt. Wort nicht Quelle zu werden, fährt vorbei am Wahrzeichen oder gestorben. Ein Fahrsignal A, Madrid-Rieburg. Madrid-Rieburg, 3.9.1986. 86. 13.14 Uhr, wir haben es 13.16 Uhr, somit ist es empfehlend gültig. Susi, Fahrdienstleiter. Somit ist uns die Zustimmung in den Bahnhof Madrid-Rieburg gegeben. Wir dürfen mit 40 km/h einfahren. Feuer frei. Wir drücken nicht vergessen, sonst stehen wir. Und wie gesagt, Fahrt mit besonderen Auftrag ist immer Vormax 40. Damals gesagt, die Weichen müssen mindestens 40 km/h aushalten. Deswegen ist es 40. Wie gesagt, heutzutage sind die Befehle auch etwas anders. Heute gibt es keinen A-Befehl nicht mehr. Früher gab es, glaube ich, A, B, C-Befehle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alles vor meiner Zeit gewesen. Jetzt gibt es halt Befehl 1 bis 14. Willkommen in Bad Rieburg, oder wie die Einheimischen spöttisch sagen, Batterieburg. Oh, und Ausfahrt ist sogar frei. Schaut es euch an. Die Frage ist einsteigen und dann fahren wir ab hier. Also, wir machen nochmal Navigation. Und Aussicht von vorne. So. Das
Aussicht ist so schlecht. Oder das nochmal sieht. Es ist schon so, wie soll ich das sagen, so eine von der Grafik her so ein bisschen wie EEP. Aber die Funktionalität macht es wieder weg. Wett. Wenn wir ja abfahren sollen, wir sollen eigentlich schon 13.9er fahren. Aber auffahren! Jawohl! So, wir haben jetzt zwar Ausfahrt HP1 volle Geschwindigkeit, aber haben wir immer noch vom Einfahrtsignal die Fahrt durch besonderen Auftrag. Und diese geht bis zum Ausfahrtsignal. War übrigens heute, also am 9. November, wo das Video aufgenommen wird, war ich gerade beim regelmäßigen Fortbildungsunterricht, also beim Unterricht, den wir Lokführer jedes Jahr besuchen müssen. So, jetzt sind wir drüber, jetzt können wir Traktion geben. 100. Das soll ein kleiner Einblick sein und die Frage, ob ihr das möchtet, dass ich Videos auch mache. Die Bandbreite von Susi dann in der Vollversion ist ja viel, viel größer. Aber ich kaufe nichts oder die Leute sagen, nee, aber nicht so wirklich Lust. Ich mache zwar noch das, was mir Spaß macht, aber ich will ja auch ein bisschen auf euch zugehen. So, das war's schon, oder? Warte mal, wie war das jetzt hier? Wo kriege ich meine Auswertung? Simulation beenden. Okay. Auswertung? Fragezeichen. Juhu. Oder muss ich das einstellen? Okay. So sehen wir es. Grafikinitialisierung. Also gibt noch die sonstiges. Schade, dass ich habe gedacht, da gibt es so eine Auswertung. Habe ich gedacht. Einstellungen, Simulation. Profi. Schau, ich habe alles gekriegt. Alles. Keine Ahnung. Okay. Komisch. Okay. Komisch. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal von Altenbeken nach Himmichhausen und zwar mit den DG5447, damit ihr auch mal eine 120er seht. Von Buke, Esig, Altenbeken, Lange Land, Erkentrupp. Genau.
Oh, dann machen wir unseren Zeitsprung. Ruhig. So. Machen wir erstmal Navigation. So, willkommen bei unserer 120er. So sieht das Maschinchen aus. 120.02-1, also einer der ersten. Da fehlt ein Wagen dahinter, Kollege. Wo ist denn der Wagen? Da fehlt ein Wagen. Naja. So. Machen wir unsere Zeit. Grafa. Damit ich sehe, warum hier nichts vorwärts geht. Oh, sehr schön. Gasmod habe ich übrigens drin gelassen, eigentlich. Lös mal aus. Und dann hat man hier. Dann hat man hier bei der Guten. Hat man auch darauf geachtet, was viele auch nicht machen bei den Simulatoren. Auf Absteller zu machen. Den angleichen mal hier. So. Wir haben auch hier knappe 800 Tonnen. 60 der Verfahren. 11 für lange Land passt. Das ist übrigens eine 60. So, wenn man geradeaus fahren würde, würde man ganz normal nach Altenwegen reinkommen, Gleis 21. Und hier fahren jetzt rechts durch Gleis 200 in Richtung Langeland. Gespannt. Bis Langeland geht schon mal, da bin ich gespannt, wie es geht Richtung Himmichhausen. Da links sind wir vorn gefahren. Wir kommen jetzt hier, wie gesagt, direkt rein. Von der Seite, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen wir dann vom Gleis 200. Wir haben 300 Meter. Da vorne ist sowieso halt, da brauchen wir sowieso diese Schnellbahn. Natürlich hat die auch den Z-Bereich, aber ich wohne gerne im Z-Bereich.
Auch sehr der elektrische Bremser. Bremse viel elektrisch, da bremse ich eigentlich nur noch mit der Luft drauf. Sehr gutes Bremsverhalten hat der Zug übrigens auch. Wenn ich sehr gut meine, meine ich eigentlich sehr schlecht. Der 500er sogar angezeigt. Sicher wird nicht, wie langsam der auslöst. Wir haben Halt und gleichzeitig ist das Sperrsignal frei. Bin ich gespannt, was er sich jetzt hier einfahren lassen hat. Ah, wir haben wieder hier ZS1, okay. Sieh hier oben, ZS1, Einfahrtsignal. So, vorne sieht man auch eine 216 mit Güterzug, sogar zwei. Wir haben jetzt wieder Fahrt mit besonderen Auftrag, also 40. Die haben jetzt auch Ausfahrt. Wir fahren jetzt rechts rum, und zwar in Richtung Emmichhausen. Schon da oben ist der Werder von Langeland. Das Werder-Stellwerk von Langeland. Und da siehst du auch, der direkt ist Blocksignal für die Schnauze. Wir fahren sogar wieder ein bisschen zu schnell. Wir haben ja noch 40. Aus. Da noch 20er. Da unten kommt auch ein Zug mit der 8, mit der 16er, mit der Zug 16. Genau, da oben sitzt der Weichenwerder oder saß der Weichenwerder von Langeland. So, jetzt kann ich mal wieder Zeitraffer machen. Entweder wird das Signal frei oder wir kriegen ZS1. Eins von beiden. Und da kam noch eine Übergabe. Wenn wir sowieso schon mal hier stehen. Ich mache einen kurzen Rundumschwenk mal machen.
So. So, und jetzt machen wir noch mal schnell hier vorspulen. Ah, jetzt haben wir hier Ersatzsignal gekriegt. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Zug auslöst. Das müssen wir warten, bis der endlich mal auslöst. Sieht gut aus. Nur mit der Ersatzsignal heute unterwegs. Soll ganz schön was kaputt sein. Jeder Fahrt mit besonderen Auftrag wieder 40. Das versucht er gerade ein bisschen zu so, das ist AfD, achso. Habe ich jetzt schon gewundert, was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt aktiviert? Aber da vorne ist schon sowieso wieder halt. Ist dann riesig Puke. So, müssen wir nur noch am mäßig Buke gut anhalten und dann haben wir es schon. Aber die Bremswirkung ist echt gut dargestellt, muss man den echt lassen. Ich würde gerne wissen, ob das reicht oder ob wir noch näher dran müssen.
ausreicht. Aber ich würde gerne wissen, warum mir keine Auswertung angezeigt wird immer. Naja, in diesem Sinne bedanke ich mich für euch allen beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst eure Meinung da, ob ihr Susi 3 dann in der Vollversion sehen wollt oder nicht. In dem Sinne bedanke ich mich für euch. Passt auf euch auf. Drum per 8 an 9 sagt ciao. Gute Fahrt. Tschüss.